Was ist gerade wirklich mit unserem Wetter los? Eine astrologische Spurensuche. Mein Name ist Alexander Gottwald. Seit 2012 erstelle ich immer wieder mondanastrologische Prognosen, die auch eine ganz gute Trefferquote haben. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass ich mich in der letzten Zeit da eher rar gemacht habe. Und das hat ganz schlicht persönliche Gründe. Also ich finde das persönlich sehr, sehr anstrengend. Also es ist energetisch sehr, sehr anstrengend, diese Prognosearbeit zu machen und eben auch dahin zu schauen, wo es weh tut. Und das habe ich festgestellt, laugt mich energetisch ganz schön aus. Und habe deswegen auch da erstmal einen Punkt gesetzt. Also ich mache ja schon seit letztem Jahr keinen großen Prognose-Mitgliederbereich mehr. Also astrologische Prognosen habe ich nur noch für Klienten gemacht, für Teilnehmer von Jahrestrainings oder jetzt auch für ein paar ausgewählte Langzeitklienten, die schon länger auch mit mir arbeiten. Aber ich möchte trotzdem. Also mein Fokus geht eben viel mehr in Richtung Lösungen und Lösungen liegen im Individuum. Das heißt also, es geht mir viel mehr um die Individuationsastrologie, die ich ja über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt habe. Also mit dem Individuationstrigon zu erkennen, was für ein Potenzial hast du in der Rechtsdrehung? Wie legst du dich selber lahm in dieser unbewussten Existenz in der Linksdrehung? Und wie kannst du eben in der Rechtsdrehung dein Potenzial tatsächlich auf die Erde bringen, im Rechtsdrehend in die Selbstwerdung, in die Individuation zu kommen? Also das ist das, wie ich weiterhin gerne mit Klienten arbeite. Und heute möchte ich aus gegebenem Anlass doch mal wieder auf ein mondan-astrologisches Thema schauen. Ja, dieses Thema Klima ist ja in aller Munde und da ist ja im Wesentlichen dieses Narrativ vom menschengemachten Klimawandel, was uns da vermittelt wird. Und es fällt ja aber doch auf, dass das Wetter sich zum Teil gerade seit letztem Jahr recht merkwürdig verhält. Ja, und ich spreche jetzt nicht von angeblichen neuen Hitzerekorden, die uns die Mainstream-Medien permanent verkünden, sondern ich spreche davon, dass die Luftfeuchtigkeit deutlich erhöht ist und eben auch es immer mehr starke Regenfälle gibt. Und da habe ich eben mal geschaut, woran kann das liegen? Und da bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen von Peter Heisenko. Den zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, der Peter Heisenko, für diejenigen, die ihn nicht kennen, der war mal Pilot bei der Lufthansa und hat jetzt eine Webseite, einen Blog, der underweltonline.com heißt. Und da gibt es einen Artikel von ihm vom 5. August 2023, der betitelt ist: Die NASA weiß, warum das Wetter so seltsam ist. Und da schreibt er eben, dass es vor anderthalb Jahren am 15. Januar 2022 einen gewaltigen Vulkanausbruch im Südpazifik nahe dem Tonga-Archipel gab. Und darüber wurde die Öffentlichkeit nicht unterrichtet. Ich wiederhole, die Öffentlichkeit wurde darüber nicht unterrichtet. Ja, es war eine besondere Eruption unter Wasser, die das Weltklima beeinflusst. Ja, und so wird eben erklärlich, warum wir in diesem Jahr außergewöhnliche Wettererscheinungen beobachten müssen. Und der Peter Heisenko hat eben als Pilot bei der Lufthansa auch eine solide Ausbildung in Sachen Meteorologie erhalten und ihm sind also die Wettererscheinungen durchaus aufgefallen. April und Mai waren zu kalt, im Juni war zu beobachten, dass sich ein ungewöhnlich großes, aber flaches Hochdruckgebiet über ganz Europa gebildet hat.
das eine ungewöhnliche Stabilität aufwies. Der Himmel war meist wolkenfrei, aber die Temperaturen entwickelten sich nicht dementsprechend. Und die Beobachtung der Sonnenuntergänge ließ mich vermuten, dass es eine abnormale Menge an Feuchtigkeit in den unteren Luftschichten geben muss. Das zeigte sich unter anderem darin, dass man mit bloßem Auge direkt in die Sonne blicken konnte, wenn diese noch etwa 5 Grad über dem Horizont stand. Ja? Und es gab aber eben keine konkreten Wolken, die die Sonne derart abdunkelten. Es war einfach Wasserdunst, der in abnormaler Dichte über dem Land lag, ohne sichtbaren Nebel zu bilden. Und er stieß dann auf eine Veröffentlichung der NASA vom 2. August 2022. So, und hier sieht man es eben auch in der Videodarstellung. Ja, das ist also eine offizielle Aussage hier auch von der NASA. Tonga Eruption blasted unprecedented amount of water into stratosphere. Also die Tonga-Eruption hat eine nie gesehene Menge von Wasser in die Stratosphäre geblasen. Ja, man sieht das also hier. Und es gab eben mehrere Ausbrüche von diesem Vulkan ab Mitte Dezember 2021 und am 15. Januar 2022 gab es eben diese gewaltige Eruption unter Wasser. Und sie sagen hier eben auch, dass das dazu führen könnte, dass sich die Erdoberfläche zeitweise weiter aufwärmt. Ja. Und das behalten wir schon mal im Hinterkopf, denn das ist es ja, was sie uns auch derzeit ständig erzählen. Ne? Und es heißt hier eben auch, Vulkanausbrüche tragen nur selten Wasser bis in die Stratosphäre hinein. Und sie sagen hier eben auch, dass überschüssige Wasser, dieser überschüssige Wasserdampf, der durch diese Tonga-Eruption in die Stratosphäre injiziert wurde, könnte dort für mehrere Jahre bleiben. Ja, dieses extra Wasser, dieser extra Wasserdampf könnte die atmosphärische Chemie beeinflussen, könnte einige chemische Reaktionen speziell verstärken und könnte auch die Ozonschicht angreifen und es könnte auch die Oberflächentemperaturen beeinflussen. Und da heißt es eben auch, dass große Vulkanausbrüche in der Vergangenheit wie Krakatoa oder Mount Pinatubo typischerweise die Erdatmosphäre abkühlen. Und tatsächlich ist das bei dem Tonga-Vulkan andersrum. Ja, sodass also dieser Wasserdampf einen temporären Erwärmungseffekt erzeugen kann. Und sie behaupten dann natürlich, dass das keinen Einfluss auf die Klimawandelgeschichte hätte. Ja, aber die schiere Menge von Wasser, die in die Stratosphäre eingebracht wurde, war wahrscheinlich nur möglich, weil eben der Krater des Unterwasservulkans in genau der richtigen Tiefe im Ozean sich befunden hat, also in 150 Meter Tiefe. Ja, weil so eben genug Meerwasser wirklich super stark erhitzt wurde von dem austretenden Magma, um eben bis in die Stratosphäre aufzusteigen. So, gehen wir nochmal zurück zu dem Artikel von Peter Heisenko. Er bestätigt hier eben auch, dass es jetzt 10% mehr Wasser in der Erdatmosphäre gibt. Ja, das ist schon wirklich eine gewaltige Menge. Ja, und sie beschreiben das eben, dass das in Höhen zwischen 12 und 53 Kilometern sich bewegt, also oberhalb der Stratosphäre sogar. Ja, bei der Explosion der größten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet wurde, reichte der Atompilz bis knapp 60 Kilometer Höhe. Und niedrig fliegende Satelliten bewegen sich in Umlaufbahnen von 90 Kilometer Höhe. Flugzeuge fliegen maximal 15 Kilometer hoch. Ja, die NASA sagt eben, dass durch diese Eruption der Wassergehalt der Atmosphäre um 10% zugenommen hat. In Worten 10%. Ja, und das ist eben dadurch, dass eben diese Eruption in 150 Metern Tiefe stattfand und dass er das eben hier mit einem Dampfdruckkochtopf vergleicht, ja, also diesem Schnellkochtopf. Und dass in 150 Metern Tiefe eben ein Druck von 15 Bar herrscht. Und wenn eben dieses eruptive Magma auf das Wasser darüber trifft, bildet sich eben dann extrem überhitzter Wasserdampf,
der dann den Weg nach oben sucht und findet. Ja, und eine Dampfwolke, die einem Atompilz gleicht und dieselbe Energie hat, wie mindestens die Zarbombe. Ja, die NASA sagt, die Menge an Wasser, das in die Erdatmosphäre geschleudert wurde, entspräche 58.000 gefüllten Schwimmbecken olympischen Ausmaßes. Und die NASA bestätigt eben auch, dass sie noch nie etwas Vergleichbares gesehen hat. Und es ist ja wirklich interessant, dass darüber dann nicht im Mainstream berichtet wird. Ja, also ihr könnt euch ja den Artikel auch einfach mal durchlesen. Er sagt eben, dieses Wasser kommt eben über Jahre verteilt dann mit Verzögerung bei uns an. Ja, das Extrawasser muss ja auch langsam wieder abregnen. Und so steigt eben auch die Oberflächentemperatur der Meere weiter an. Ja, dürfen wir uns also wundern, wenn es jetzt und in der nächsten Zeit vermehrt starken Niederschlag und Gewitter gibt? Und er macht dann noch Witzchen eben drüber. Nein, nein, das muss ja der menschengemachte Klimawandel gewesen sein. Und er sagt eben, dieser Wasserüberschuss in der Erdatmosphäre muss ja wieder am Boden ankommen. Und er geht eben auch noch weiter darauf ein, Vulkanausbrüche kann man nicht verbieten. Und Heisenko geht davon aus, dass eben dieser Tonga-Vulkan in dieser einen Eruption an einem einzigen Tag mehr CO2 freigesetzt hat, als ganz Deutschland in einem Jahr produzieren kann. Ja, und wie viele aktive Vulkane gibt es, die täglich spucken und so weiter. Ja, also schaut es euch einfach an. Ich verlinke euch das hier, diesen Blogpost, und schaut da einfach selber auch mal drauf. So, und jetzt will ich das natürlich auch astrologisch anschauen, denn das hatte ich ja schon angekündigt. Und interessant ist eben erstmal, dass die wichtigen Punkte dieses Horoskops, also der Aszendent, die Sonne und der Mond, alle auf 24 Grad liegen. Das ist ein Neptun-Mond-Grad. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Neptun und Mond stehen hier auch im Quadrat zueinander. Der Mond steht auch noch direkt am Aszendenten. Also das schauen wir uns einfach mal genauer an. Was heißt denn Neptun-Mond? Also in der Linksdrehung bedeutet das ja, dass eben eine Einfalt im Dazugehören stattfindet. Ja, also diese Einfalt im Dazugehören heißt natürlich auch, wir kriegen es gar nicht mit. Ja, wir sollen diese Klimageschichten glauben und diese Klimapanikgeschichten, ja, dass die Fußballer jetzt bei 25 Grad zwei Trinkpausen zusätzlich brauchen, für die das Spiel unterbrochen werden muss, weil ja das Klima so schrecklich ist. Ja. Und der Mond, wenn wir es jetzt auf das Thema Wetter mal umlegen, dann ist ja der Mond auch das Wasser, der Regen, die Niederschläge. Ja, und der Neptun hat etwas mit Nebel zu tun. Ja, das heißt also, am Aszendenten, Aszendere aufsteigen, ja, es steigt auf einmal ganz viel Wasser auf und bildet hier oben Neptun im Fisch. Ja, also Neptun ist ja meiner Meinung nach nicht der Herrscher der Fische, sondern Jupiter. Und der steht hier ja auch mit drin. Also, Neptun ist der Herrscher des mittleren Selbst des Menschen, ist also auch der Herrscher des personalen Bereiches, also des Bereiches, in dem die Menschen überhaupt denken und fühlen können. Und deswegen ist das eben auch gewöhnlich so vernebelt. Ja, das heißt also, da wird ganz viel Wasser mit Gewalt, ja, ein Mars-Aspekt, Quadrat, hier oben in den Himmel eingebracht. Und das nützt auch einer Ideologie. Neuntes Haus ist die Ideologie, eine Ideologie des Himmels. Und wie könnte man diese Klimareligion besser beschreiben als mit einer Ideologie des Himmels? Ja, und da steht ja auch noch die Pallas Athene dabei, die ja linksdrehend für strategische Planungen steht. Ja, also da wird ganz viel Wasser mit Gewalt zum Aufsteigen gebracht. Und dann als Nebel auch strategisch in die Erdatmosphäre eingebracht, in den Himmel eingebracht. Und das ist ja auch der Bereich der Fremdbestimmung hier zwischen dem 9. und 12. Haus. Das heißt also, das wird genutzt für die Fremdbestimmung und auch für Heimtücke und Verrat und natürlich auch noch für weitere ideologische, expansive Prozesse, die ja durch den Klimawandel ja vorangetrieben werden sollen, also Agenda 2030 und so weiter. So, und dann haben wir hier auch noch die Vesta in Opposition zum Mond. Und Vesta
sind die irreparablen Einschläge. Das ist eigentlich auch immer ein Thema für etwas Katastrophisches. Und eben in exakter Opposition mit dem Mond, den Mars. Ja, der Mars ist hier am Werk und erzeugt also die Explosion des Vulkans und diesen Aufstieg in die Erdatmosphäre. Ja, man hat hier also eine Art T-Quadrat, also Mars, Mond, Neptun. Und das kommt ja erstaunlich genau der Agenda zugute, die international, ja global vertreten wird vom menschengemachten Klimawandel. Ja, da findet ein Vulkanausbruch statt, der bringt ganz viel Wasserdampf, 10% mehr als vorher da war, in die Erdatmosphäre. Man erzählt den Leuten davon nichts. Dieser Wasserdampf erwärmt die Meeresoberfläche und so entsteht mehr Wärme in der Erdatmosphäre. Und die schiebt man wieder über die Klimaagenda den Menschen in die Schuhe als menschengemachten Klimawandel. Und jetzt liegt es natürlich nahe, sich mal zu fragen, könnte da nachgeholfen worden sein? Also ist das jetzt einfach nur ein glücklicher Zufall für diese Leute, die diese Klimawandelagenda durchsetzen wollen? Oder haben sie das unter Umständen selbst veranlasst? Ja, es gab ja zum Beispiel nach Fukushima ganz starke Diskussionen auch darüber, ob dieser Tsunami möglicherweise künstlich verursacht wurde. Es ist bekannt, dass es Erdbebenwaffen gibt, also dass man Erdbeben künstlich erzeugen kann, dass man Vulkanausbrüche künstlich erzeugen kann. Und interessant ist eben hier auch, dass Orwell im galaktischen Zentrum steht. Ja, Orwell im galaktischen Zentrum, das Orwell steht für den Polizeistaat und das galaktische Zentrum ja auch für etwas Gewaltiges. Ja, dieses galaktische Zentrum steht hier auch in Opposition zum Mond, zum Aszendenten. Also da wirken gewaltige Kräfte. Und wie gesagt, es lohnt sich vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen, ja, wenn man eben Polizeistaat will. Und das ist ja auch das, was durch diese Klimaagenda durchgesetzt werden soll. Ja, Flugverbote fürs gemeine Volk, die 15-Minuten-Städte. Also, dass man nicht mehr weit reisen darf, Abschaffung des Auto-Individualverkehrs, all das und die totale Überwachung natürlich auch in diesen Smart Cities. Ja, all das passt ja zu Orwell im galaktischen Zentrum. Das heißt, das würde dadurch ja auch einen Boost bekommen, eine Verstärkung, eine Verschärfung. Und interessant ist eben, dass beide, also Mars und Mond, ganz knapp unterhalb der Aszendent-Deszendent-Linie liegen. Das heißt, sie liegen im Bereich des Dunklen. Ja, also im Tageslauf ist ja das hier der Tag, ja, hier der Sonnenaufgang, die Sonne steigt auf, Aszendere, ja, und hier geht sie wieder unter, Deszendere. Und jeweils knapp unter dem Sonnenaufgang und unter dem Sonnenuntergang liegen Mond und Mars. Das heißt, man kann natürlich sagen, okay, das liegt ja auch unter der Wasseroberfläche. Ja, man kann es als natürliche Geschichte auch erklären. Aber interessant ist eben auch, Varuna liegt hier ganz deutlich drunter und auch Orcus. Und Varuna hat sich eben in den vergangenen Jahren bei mundanen astrologischen Analysen bei mir immer wieder als Vertreter der Geheimdienste gezeigt. Ja, es ist also ein Faktor, der hier massiv reinwirkt. Und das heißt also, wenn die Geheimdienste hier im zweiten Haus, also in das Physische, eingreifen, und es geht dabei natürlich auch um massive Finanzinteressen, ja, denn die von dieser Klimaagenda lebt ja auch eine ganze Industrie. Ja, ob das jetzt diese Windrädchenbauer sind oder Solarenergie und so weiter. Ja, alles total ineffektive, unverlässliche Methoden der Energiegewinnung, die noch dazu großen Impact auch auf die Umwelt haben. Auch diese Elektroautobatterien,
die ja auch massiv umweltschädlich sind. Aber mit all dem wird ganz viel Geld verdient. Und das könnte natürlich auch einen geheimdienstlichen Einsatz wert sein. Und dass man dann eben sagt, okay, Varuna hier von weit unterhalb des Wassers, Orcus bringt den Tod und wirkt auch aus der Distanz. Orcus ist extrem distanziert, das ist ja der Anti-Pluto. Also während Pluto, auf den komme ich auch gleich noch, weil der steht in Konjunktion mit der Sonne in dem Horoskop. Also während Pluto eher in Wallung kommt und eben die Dinge dann auf diesem Wege voranbringt, ist Orcus eigentlich distanziert und bringt den Tod auf eine kalt kalkulierte Weise. Und ja, wir haben hier auch noch Karma im unteren Bereich. Wir haben Makemake. Und das ist auch sehr interessant, denn der steht hier in Opposition zu Chiron und Salacia, also zu den Verletzungen und den illegalen Grenzüberschreitungen, die hier im 10. Haus stehen. Also da findet eine Verletzung statt, die auf wahnwitzigen Ideen, also so Make-Make-Ideen, das ist so ein, ja, diese verrückten Bösewichte bei James Bond oder so, das ist Make-Make, ja, so, oder dieser Dr. Evil, ja, dieses, ich will die Weltherrschaft an mich reißen und dafür gehe ich über Leichen. Und das ist die Energie, die hier so dahinter steckt. Und diese Energie kann man ja auch in den Georgia Guidestones finden, die kann man in dem WEF finden. Also dieses ja, eugenische Bevölkerung soll reduziert werden und so weiter. Ja. Und es wurde ja auch durch diesen Vulkan ein Tsunami ausgelöst, der auch einige Todesopfer gefordert hat. Jetzt nicht so wie der in Thailand vor 20 Jahren etwa, sondern eben moderater. Aber das eigentliche Thema ist eben ja hier dann auch mit Orcus der Verrat und die Heimtücke mit Nessus. Ja. Nessus ist ja der Kentaur, der die Deianeira, die Frau von Herakles, vergewaltigen wollte und der Herakles hat ihn dafür ja mit einem vergifteten Pfeil getötet. Und das Gift wiederum aus seinem Blut hat der ja wieder genutzt, der Nessus, um dann den Herakles letztlich umzubringen, was aber von den Göttern wieder nicht zugelassen wurde, die ihn dann ja in den Olymp erhoben haben. Also da ist ganz viel Bösartigkeit drin, Heimtücke und eben aber auch dieses distanzierte Gewalttätige. Ich finde, diese Opposition, die wird viel zu wenig beachtet. Doch noch keinen Astrologen wirklich drüber sprechen hören, über diese Orcus-Nessus-Opposition, die schon seit 10 Jahren on and off eigentlich immer wieder da ist und die unsere heutige Zeit auch wirklich irre beschreibt. Also Heimtücke und Verrat und distanziertes Todbringen. Das ist ja genau das, was eben diese ganze neue Weltordnungsagenda ausmacht. So, und Varuna steht eben hier im Trigon zu Chiron und Salacia. Also wenn die Geheimdienste hier ideologisch begründet, das Trigon, ein Jupiter-Aspekt, dann hier mit dem Chiron Verletzungen bringen, mit der Salacia illegale Grenzüberschreitungen vollbringen, dann findet das eben hier in der Öffentlichkeit statt, wird aber eben von den Geheimdiensten koordiniert. Es dient dann der Einrichtung des Polizeistaats mit Orwell und es dient eben dieser Klimaideologie. Ja, das heißt also, das ist durchaus nicht abwegig aus meiner Sicht, dass hier nachgeholfen worden sein könnte. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja, und wichtig ist eben auch hier nochmal zu sehen, hier haben wir die Sonne
und den Pluto. Und die beide stehen hier auch noch um den Todespunkt des Horoskops rum. Ja, also ein Fortbestand durch Vernichtung bringt hier den Tod. Ja, und das ist ja genau diese Agenda. Also es soll eine deutlich verkleinerte Menschheit geschaffen werden. Ja, halbe Milliarde hieß es ja schon auf den Georgia Guidestones. Und das ist eben die Ideologie dabei. Ja, also es steht hier nicht am Todespunkt. Der Todespunkt wäre hier, sehe ich gerade. Aber es steht eben hier am Eingang ins achte Haus und das ist das Haus des Sterbens. Also insofern ist der Bezug schon nicht daneben. Und wir haben auch noch Nemesis damit in Konjunktion und wir haben die Juno, also die Intrige, damit in Konjunktion. Also das ist schon natürlich ganz schön gewaltig. Ja, also es hat was Strafendes, es hat was Intrigantes, es hat was Vernichtendes. Und das ist das, wo es hier um den Fortbestand geht. Fortbestand durch Sterben. Ja, das achte Haus ist das Skorpionhaus. Und da wird das eben hier durch den Steinbock dominiert. Und der Steinbock steht ja wiederum für den Status. Und der Status wird ja eben von oben festgelegt. Es wird gesagt, was ist Status? Was musst du erreichen, um einen Status zu haben? Ja, du musst so und solche Noten haben, um Abitur zu haben. Du musst dies und das und jenes machen, um einen Universitätsabschluss zu bekommen, das noch dazu, um Doktor zu bekommen und so weiter. Ja, das wird alles von oben festgelegt. Das ist Status. Ja, das heißt also, da ist eine ganz gewaltige Menge an vernichtenden Energien. Und natürlich, wie gesagt, es ist etwas, was zu einem Vulkan gehört, aber es kommt natürlich den Bedürfnissen der die Herrschaft an sich reißenden Eliten mit ihrer Klimaagenda natürlich sehr zu Pass, dass sie über diese Dinge so sprechen können. Ja, dass sie eben sagen können, die Temperaturen steigen und so weiter. Ja, aber dass sie eben dann nicht zugeben müssen, dass sie es selber möglicherweise verursacht haben. Ja, also das ist die erstmal allgemeine astrologische Deutung dazu. Und jetzt können wir uns das natürlich auch mal ein bisschen in Bezug auf einzelne Länder anschauen. So schauen wir hier mal auf die USA. Ja, da sehen wir also hier, gut, die Pluto-Rückkehr wirkt sich ja sowieso massiv auf die USA aus. Sonne-Pluto hier in Konjunktion eben auch mit Mond-Pluto im Horoskop der USA. Ja, also dieses Thema Vernichtung wird da nochmal stark getriggert. Wir haben eine Mars-Mars-Opposition. Also diese Aggression wird gehemmt und sorgt oft ja dann für langanhaltende Ausbrüche. Ja, auch hier dieses Venus-Sonne-Pluto-Stellium. Bei dem Ausbruch steht hier in Opposition zu diesem Stellium der USA. Also das sind schon massive Einwirkungen, die da zu beobachten sind. Ja, und Neptun und Jupiter bilden ja noch ein Trigon, also zu diesem Stellium. Das heißt, man hat diese ideologische Geschichte da auch noch mit drin. Also dass diese Klimaideologie da dann mit verbraten wird. Und diese wahnwitzigen Ideen stehen bei den USA, Macke Macke, direkt am Aszendenten. Also das deutet eben auch darauf hin, dass da dann viel auch auf diese Weise beeinflusst würde. Man hat auch noch Mond Mars, also nochmal dieses Thema Gewalt gegenüber dem Volk und natürlich auch gewaltige Wassermassen. Ja, dieses Thema hatten wir ja eben da auch schon. So, hier haben wir jetzt China. Ja, und da sehen wir auch, hier Sonne Pluto vom Vulkanausbruch wirkt hier auf den Aszendenten von China ins 12. Haus, wirkt auch auf den Jupiter
von China. Also eine Vernichtung der Expansionsträume vielleicht auch von China und kann natürlich auch eine Anstachelung dann erstmal sein, ja, auch mit der rückläufigen Venus. Also Verblendung und Größenwahn treffen da aufeinander. Das war ja auch noch nie ein gutes Gemisch. Also wie man ja auch bei Deutschland und dem Dritten Reich damals gesehen hat. Ja, und dieser Mars und Orwell hier dann im Trigon zu Mars-Pluto von China. Der Varuna wirkt hier auch rein in dieses siebte Haus von China, also die Geheimdienste. Und da wird eben aggressiv, vernichtend eben über dieses Trigon dann diese Energie des Vulkanausbruchs eben auch aufgegriffen. Ja, und mit Saturn, Merkur, des Vulkanausbruchs in Konjunktion mit dem Mond von China kann es eben auch in Richtung Einschränkungen der Bevölkerung wieder gehen. Ja, und dieser Makel-Makel des Vulkanausbruchs geht dann hier auch in Konjunktion mit dem Merkur von China, mit dem rückläufigen Merkur. Also es wird dann über diese irrsinnigen Ideen eben auch gelogen, dass sich die Balken biegen. So, und dann schauen wir mal auf den dritten dieser Big Player, Russland. Ja, die Gründung von Russland war ja zu Weihnachten und also des heutigen Russlands, ne, war Weihnachten 91 am 25. Und wir sehen eben hier dann auch, wie dieses Steinbock-Stellium hier auch in dieses russische Steinbock-Stellium hineindrückt. Also Verblendung, Vernichtung bringt für den Fortbestand. Und ja, auch der Mond der Russen hier in Opposition zum Neptun und zum Jupiter, also sogar in gradgenauer Opposition zum Jupiter, ist ja auch wieder dieses Thema viel Wasser und eben als Opposition. Also auch wieder etwas saturnisch Einschränkendes, was eben dann in Russland auf die Erde kommt. Könnte also auch verstärkte Niederschläge geben, Überschwemmungen und so weiter. So, und dann schauen wir auch nochmal auf die deutsche Wiedervereinigung, die sogenannte von 1990, also diese total entrechtete BRD. Und auch da gibt es ja starke Steinbock-Betonungen, also durch Saturn, Uranus und Neptun. Und hier mit Sonne, Pluto und eben, ja, die Venus wirkt hier dann ja auch Verblendung und Vernichtung für den Fortbestand mit rein. Und das kann man ja auch wirklich so beobachten, ja, dass die deutsche Politik gerade genau in diese Richtung geht. Ja, verblendet wird alles vernichtet, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde. Ja, und der Varuna des Vulkanausbruchhoroskops steht hier in Konjunktion mit dem deutschen Aszendenten und Jupiter. Also die Geheimdienste haben einen riesigen Einfluss in Deutschland und steuern im Grunde das Land. Also diese Klimaagenda steuert das Land. Ja, also man sieht, das hat natürlich Auswirkungen auch hier Neptun und der Mond der Deutschen, also dieser Nebel, das Volk wird vernebelt, ja, wird ja nicht nur auf dieser Klimaebene vernebelt, verblödet, aber eben auch auf dieser Ebene. Ja, Mond, Mars hier auch, also das viele Wasser wird dann dazu genutzt, um mit Gewalt die Gesellschaft umzubauen und ihr das Gehirn zu waschen. Also ja, soweit einfach mal. Also ihr habt jetzt eine Idee davon, worum es da geht bei diesen Wetterveränderungen. Und das war jetzt ja mal wieder ein kostenloses Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann lade ich euch ein. Schaut euch einfach mal das Projekt an, mit dem ich ja seit einem halben, dreiviertel Jahr schon zugange bin.
und mit dem ihr eben die Möglichkeit habt, auch euch fit zu machen für das, was ökonomisch auch auf uns zukommt. Dazu hatte ich ja auch schon ein Horoskop gemacht, also zu Bitcoin und zu Profit Wallet. Ja, und wenn du was für dich tun willst und nebenbei mich auch ein kleines bisschen unterstützen willst, dann hol dir doch da einfach einen Account, richte dir den ein. Ich helfe dir da auch gerne dabei, kannst dich auch gerne melden, wenn du Hilfe und Unterstützung möchtest. Und dann kannst du eben auch selbst tägliche Erträge auf dein investiertes Guthaben dort bekommen. Ja, ich wünsche dir und den Deinen alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es auch gerne mit anderen Menschen und schreib gerne auch in Kommentar, was du davon hältst, was du darüber meinst. Und wir sehen uns in einem weiteren Video irgendwann wieder. Bis dahin, alles ist Liebe.